Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast Part 12. Oh, meine Luft geht aus, weil der Satz am Anfang immer so lang ist. ich habe den Part direkt nach dem letzten Part aufgenommen. Und ich habe den Schlüssel gefunden für den Aufzug. Und jetzt kann der hackfleischhassende Zerhacker nichts mehr gegen mich sagen, denn ich habe den Schlüssel. Yes. Okay, dann nehme ich den auch gleich mal. Was war das gerade für ein Geräusch? Ich habe, noch nie zwei Outlast-Parts hintereinander aufgenommen. Ist gerade Premiere. Ich halte es sonst psychisch eigentlich nie aus. Aber okay. Oh, einfach renn! Oh, fuck! Türe zu! Haha! Okay, renn, Daniel! Wo muss ich hin? Oh, ich bin falsch, scheiße. Henny, what the fuck? Oh nein! Scheiße! Fuck! Wo ist der? Oh, der kommt! Der kommt! Hallo? Du Loser! Ich stehe hier und nicht unterm Bett! Und da kommt er wirklich. War nur ein Witz, ich hab doch keine Angst. Wie komme ich hier weg? Der hat die Tür eingetreten! Hat der eigentlich einen Dachschaden? Oh, schnell! Habe ich jetzt gerade eine Batterie gewechselt. Ich bin doch ein dummer Jesus. Renn! Schnell! Da hat sich's wohl ausgehackt. Sind sie auch wirklich tot? Ich möchte auch so eine Glatze. Die Haare stehen immer noch nach oben, obwohl er eigentlich hier hängt. So Haare will ich auch. Da benutzt wohl cooles Gel. Und die Schläuche hier sind auch sehr interessant. Auf jeden Fall ist jetzt tot, scheiß drauf. Was ist denn das hier? Keine Ahnung. Boah, Gott sei Dank, ich bin so glücklich. Okay. Wie komme ich hier jetzt raus, wenn ich mal fragen darf? Ich bin am Arsch. Ich stecke im Aufzug. Ich habe so Angst. Also ich will das niemals im Aufzug stecken bleiben. Das muss so brutal sein. Wie komme ich hier raus? Hä, jetzt mal im Ernst, wie komme ich hier raus? Hä? Hey? Okay, ja, guck mal, ich finde es voll brutal, der sieht seine eigenen Knochen vom Finger. Das muss doch brutal sein irgendwie, da würde ich schon 10-mal in Ohnmacht gefallen sein. Da liegt er. Okay, das werde ich mein Leben lang nie wieder vergessen. Jetzt bin ich psychisch verwirrt. Wo muss ich denn jetzt lang? Das ist jetzt auch mal die Frage. Achso, ich bin hier ja in einer anderen Etage, stimmt. Ich frage mich, wie das so schnell da hochkomme ich. Voll der Hacker. Okay. Dann denke ich mal, dass ich da lang muss. Hallo? Geh doch da durch, Mann! Okay, das regt mich jetzt gerade voll auf, dass ich eine Batterie verschwendet habe. Das war irgendwie so unnötig. Ich wollte die Türe mit Dreieck aufmachen. Das war so unnötig. Ich gehe nach oben. Oh, fuck. Wieso gehe ich bloß nach oben? Okay, ich denke mal, die Türe ist zu, oder? Habe ich gerade so das Gefühl.
Mal gucken. Das war so klar. Wieso sind die scheiß Türe immer zu? Ich verstehe das nicht. Es regnet wohl draußen. Sehr stark. Ich will auch raus. Ist besser als hier drin. Übrigens, das erste Mal wieder in T-Shirt. Ich habe ein T-Shirt an. Und es wird langsam wirklich Sommer. Da freue ich mich auch. Endlich mal wieder ein bisschen Wärme und nicht nur die Kälte. Was haben wir hier hinten? Hier steht eine Batterie. Oh, hahaha. Yay. Batteries. Ausgezeichnet. Wieso will ich nicht da durch? Es war ja klar, dass da irgendwas kommen muss, oder? Oh Mann. Oh, scheiße, Daniel. Jetzt wollte ich gerade Patrick sagen, so heißt mein Bruder. Ach du Scheiße, okay. Der Bildschirm sieht sehr kaputt aus. Okay, was steht da? Teamwork, Teamplayer Award. Patrick, what the fuck? Das ist ein Zeichen. Petrina, Employee of Mokov Corp. Who best exemplifies the team concept? Meisterhaftes Englisch hier an der Stelle. Sind wir hier? Irgendwelche Zettel, okay, dann gehe ich da mal raus. YOLO! Hallo? Ich bin so froh, dass der Typ jetzt tot ist, Alter. Ich fühle mich gerade so frei. Ich fühle mich so frei. Und ich fühle mich nicht mehr verfolgt. Wobei der Raum gerade irgendwie zu groß ist für meine Verhältnisse, finde ich jetzt gerade so. Ich laber gerade nur Dünnschiss. Ach du Scheiße. Okay, egal, dann gehe ich einfach mal geradeaus. Wow, da steht jemand. Meet me outside. We're close now. Wieso machst du nicht einfach die scheiß Türe auf? Okay, ich soll den Vater Martin draußen treffen. Ich heiße ja mit Zweitname auch Martin. Deswegen, der ist bestimmt mit mir blutsverwandt. Oh nee. Ja, wo soll ich jetzt lang? Rechts oder links? Ich gehe tiefer rein, rechts. Ah, die Geräusche schon wieder. Okay, YOLO! Oh nee, meine Batterie ist schon wieder fast leer. Oh fuck. Oh nee. Oh nee. Hallo? Alter. Wo bin ich hier? Hey, cool. Da geht's lang. Okay, Moment. Aber ich will noch mal gucken, was dahinter ist. Immerhin ist der tot. Das ist schon mal recht positiv. Alter. Oh, da liegt was. Geil. Ein Dokument. Das lesen wir doch gleich mal vor. Das ist etwas kürzer. Sehr geehrter Mr. Walsh. Geiler Name. Ich will auch so heißen. Bitte akzeptieren Sie die sofortige Kündigung von Krankenpfleger 531920, David Annapurna, und behandeln Sie ihn fortan als Patient von Mount Massive zur Behandlung seiner wahnhaften Verfolgungsängste, okay? Die Behandlung sollte bis zum Eintritt seines Todes fortgesetzt werden. Vielen Dank, Rick Trager, oder Träger, ich habe keinen Plan, Murkoff R&D. Na, ausgezeichnet. Ich nehme bald 2 Stunden auf. Also die Kamera hier im Spiel. Links oben seht ihr das. Oh, fuck. Ich kann mich da verstecken, lol. Wieso sollte ich mich hier verstecken? Ist das normal? Ich mach mal die Türe auf. YOLO! Na, fuck. Hier ist schon mal nix und hier.
cool, ich bin gleich draußen, habe ich so das Gefühl. Oh nee, was ist da? Hallo? Was ist da oben? What the fuck? Dem seine Fußabdrücke gehen an die Wand, okay. Das ist wohl echt ein Wallrider. Soll ich da raus oder soll ich da rein? Irgendwie will ich da rein, aber ich habe Angst. Deswegen gehe ich geradeaus. Oder nee, ich gehe rein. Hallo? Wow. Es brennt. Es brennt. Panik. Oh mein Gott, schnell. Ich will hier raus. Halle, leck mich am Dirndlsocke. Was ist ein Dirndlsocke? Habe ich auch noch nie gehört. Wow, es wird heiß. Okay, okay. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. Turned us into these things. Because nobody cares about a few forgotten lunatics. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. If you want to live, you can get out through the kitchen. Haben Sie einen Schuss in der Optik? Ja, wie denn? Da komme ich nicht durch. Ich muss das Feuer irgendwie löschen. Wow. Okay, muss ich da lang? Halli, hallo? Da ist nix. Es regnet immer noch. Und diese Musik, Alter, und ich bin so angespannt. Hallo? Wieso sehe ich kaum was? Okay, jetzt wird's besser. Ah, fuck. Damn it. Meine Batterie ist fast leer. Meine Batterie ist fast leer. Hallo? Na, fuck. Okay. Okay, ich muss hier irgendwas machen. Oh, hier ist ein Dokument. Wenn Sie Dinge sehen, geben Sie Bescheid. Eine psychopathologische akute Belastungsreaktion ist eine Schande. Ist keine Schande. sprechen Sie mit Ihrem Vorgesetzten, um Hilfe von einem Murkoff-Erfolgsberater zu erhalten. Achso, ja, okay. Ich brauche aber keine Hilfe. Ich schaff das auch allein. Okay, ich muss irgendwie eine Sprenkelanlage aktivieren. Aber, wie kann ich die aktivieren? Wenn ich mal fragen darf. Ich denke mal, hier kann ich die nicht aktivieren. Oder kann ich die hier vielleicht doch aktivieren? Ich weiß ja nicht. Der ist nicht mehr lebendig. Haben wir hier noch irgendjemand erlebt? Nee, lieber nicht. Dann kann ich, glaube ich, auch nichts machen hier. Ich bin den falschen Weg gelaufen, aber dafür habe ich ein Dokument gefunden. Da bin ich auch wieder ganz stolz drüber. Hallo? Okay, hier ist keine Sau. Okay, oh nee. Oh nein, okay. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aber wo bin ich hier? Wie lange geht der Part? Ach, erst 15 Minuten. Ha, leck mich fett. Da kann ich ja eine Weile weitermachen. Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht. Die ganze. Hey, was geht ab? Ich halte jetzt meine Lab. Meine Lab. Was haben wir hier? Oh! Es ist kein Wasser im System. Öffne zuerst die zwei Ventile. Das war wieder klar. Wieso eigentlich immer zwei Ventile? Ist das eine Verarsche?
Und wieso ist hier ein Schrank? Ich habe so ein Gefühl, dass gleich der Fettsack kommt. Wieso habe ich eigentlich gerade die Nachtsicht angemacht? Ich bin schon wieder voll verschwenderisch. Ja. Oh. Fettsack, 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 schnell versteck dich! Oh Mann, schnell! Nein. Jetzt baut's keinen Scheiß, okay? Ich hab grad 3 Toast zum Frühstück gegessen. Ich kann dich ankotzen, ich sag's dir. Ich bin jederzeit bereit dafür. Wo ist der eigentlich? Der läuft da die ganze Zeit rum mit seiner Kette so dumm, dumm. Oh nein, der kommt schon wieder. Ich höre ihn. Jetzt kommt er bestimmt gleich hier rein. Jetzt nehme ich übrigens 2 Stunden auf. Links oben seht ihr es wieder. 2 Stunden Material für YouTube. Jetzt hat schon wieder mein Handy vibriert. Ich kriege hier noch einen Herzinfarkt. Okay. Wow. Der rammt irgendwas ein. Weil er fett ist. Deswegen gehe ich jetzt raus. Fetti, fett, fett. Wiener Schnitzel? Hallo? Ich gehe zuerst rechts lang. Hallo? Was ist das für ein Raum? Oh, sehr gut, da wollte ich rein. Okay. Jetzt habe ich schon wieder die Türe voll zugeschlagen. Alter, ist der hier? Oh ne, jetzt ist die Batterie schon wieder fast leer. Ist hier irgendwo eine Batterie? Das wäre sehr nett. Ihr seid alle unnett. Was ist hier? Was ist denn das hier eigentlich? Komm schon, hier muss doch irgendwo eine Batterie sein, bitte. I need a battery. Dum, 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 dum. I need the battery, dum 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 dum. Hallo! I need the battery. Wieso ist hier nix? Ah, nice! Yay! Jetzt kann er kommen! Genau aus dem Grund habe ich die Türe zugemacht, damit ich höre, wann er kommt. Das war beabsichtigt. Okay, ich fühle mich gerade so locker und lässig. Das ist einfach cool, dass gerade Sommer wird. Ja, komm her. Da, ich hab's aufgemacht. Du wirst mich niemals kriegen, weil du dick bist. Ja, wo bist du denn, Mensch? Also langsam habe ich keine Angst mehr vor ihm. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich gerade 2 Parts hintereinander aufnehme, dass ich gerade ein bisschen psychisch weg bin. Das könnte theoretisch auch sein, dass ich gar nicht mehr so viel mitkriege vom Leben hier gerade in meinem Zimmer, in dem Spiel. Okay, komm, YOLO. Der hat die Tür schon wieder zugemacht. Ach, war der hier gar nicht drin? Nicht, dass der hier gleich reinkommt. Das wäre richtig, scheiße. Hey? 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 Hey, was geht ab? Wir feiern die ganze Nacht, die ganze... Ne, ich bin so ein Typ, der gerade feiert. Soll ich raus? Soll ich raus? Soll ich raus? Okay, ich gehe raus. Aber langsam.
Hallo? Alter, der rammt hier die Türe ein mit seinem Fett. Ja, schon nehmen wir nochmal. Das ist nicht mehr feierlich. Hey, Diggi? Oh nein, ich höre ihn. Ich höre ihn. Scheiße! Manches tat mir weh! Manches tat mir weh! Fuck, wo bin ich hier? Kommt der? Wo ist der? Scheiße. Ich bräuchte mal eine Batterie. Eine Batterie. Okay, hier ist nichts in dem Raum, habe ich so das Gefühl. Oder? Ne, es sieht wirklich schlecht aus. Wo ist der Digi-Dick-Dick? Der Digi-Dick-Dick! Okay, hier ist nichts, dann gehe ich mal wieder raus. Okay, dann gehe ich einfach mal da lang. Da hängt jemand. Wieso hängt da jemand? Was ist dahinter? Kann ich da durch? Oder kann ich echt durch? Und dann gehen wir da mal durch. Oh Mann, wie ich diese Momente hasse. Hey, hier ist gar nichts. Ah doch. Wow, what the fuck. Türe zu. Da sitzt jemand. Did you bring your ducky? There you go. Clean your arms. Every little crevice until we find that key. I know many babies has it. There you go. What the fuck? Der Typ spinnt. Der Typ spinnt. Nice. Aber wo soll ich mich hier verstecken? Ach du Scheiße. Okay, sehr gut. Jetzt habe ich beide aktiviert. Jetzt kann ich wieder zurück. Aber ich habe gerade so die Vermutung, dass der Typ hier einen kleinen Anfall kriegt. Ich habe nichts, okay? Lass mich in Ruhe! Ich hab... Das ist doch eklig! Und ich zoome auch noch hin! Und ich zoome auch noch hin! Okay. Ich muss wieder raus, ich nehme eine Batterie, war ja klar. Tada! Oh nee. Jetzt muss ich wieder zurück, aber ich denke mal, der Dicke kommt gleich. Egal. YOLO! Oh nee, ich hab Angst. Ich hasse die Stelle. Hallo? Hallo? Oh nein. Fuck, 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 fuck. Oh, da sitzt jemand. Der hat keinen Kopf mehr, Cat. Ach du Scheiße. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Schnell, 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 schnell. Anni, halt, war ich hier nicht richtig?
Ich musste hier doch irgendwas aktivieren, oder? Oder war das da drüben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Hä? Hä? Oh, der Part, der geht schon viel zu lang, der Part. Ich bin im Arsch. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich da hin muss. Ich musste die Scheiße doch irgendwo aktivieren. Wo war das jetzt nochmal? Jetzt habe ich es irgendwie vergessen. Jetzt habe ich es gerade voll verpeilt. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja, ich muss wieder zurück. Okay, Leute, das mache ich aber im nächsten Part. Und deswegen sage ich ciao und bis zu Part 13. Bis dann.